Hallo Freunde, ich grüße euch. Ja, Tarnen in winterlichen Gefilden. Meine Waffe habt ihr natürlich sofort gesehen und meinen Rucksack. Ja, nehme ich mal an. Ja, seid ihr alle Spezialisten und Profisoldaten. Und darum geht's heute. Tipps für Profisoldaten von einem Profi. Ja, na, wo ist meine Waffe? Links von mir. Eindeutig erkannt. Ja, und zwar ganz schnell, nehme ich an, hoffe ich für euch. Ja, gut. Kommen wir zunächst mal zur Waffe. Ja, die Waffe ist den winterlichen Gefilden angepasst, die Tarnung. Aber jetzt ein Tipp, wie gesagt, bezüglich Tarnung im Winter, der Waffe auch, von der Waffe auch, ja. Die Tarnung muss auf der einen Seite perfekt sein. Hier, wir haben hier Weiß, Grün und Schwarztöne, ja. Sie darf aber die Wirkung der Waffe, weder die Wirkung noch die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen, ja. Das heißt, ihr seht hier ganz klar und deutlich, wir haben Kimme und Korn frei, ja. Kimme und Korn frei, müssen immer frei liegen. Das gleiche wäre, wenn die Waffe eine Optik hätte, ein Zielfernrohr, das muss immer frei sein von der Tarnung. Es darf die Sicht, ja, die Zielaufnahme nicht beeinträchtigen. Dann haben wir hier auf der anderen Seite das Auswurffenster und das Auswurffenster muss frei bleiben. Das Auswurffenster ist meist auf der rechten Seite, nämlich da, wo dann die Auszieherkralle wieder zurückgeht mit dem Verschluss und die leere Hülse auswirft. Ja, das muss auf jeden Fall frei bleiben. Wir haben hier das Magazin. Ja, die Zufuhr der Munition muss immer gewährleistet sein. Der Abzug muss frei sein, genauso wie der Ladehebel auf der rechten Seite. Meist ist der Ladehebel bei den meisten Waffen auf der rechten Seite. Ja, also Waffe tarnen, aber nur so, dass sie Sicht und Funktionstüchtigkeit und Wirkung nicht beeinträchtigt oder dass diese drei Elemente nicht beeinträchtigt werden. Ja. Also ganz klar, ganz klares Statement zu der Waffe. Mein Rucksack habt ihr natürlich auch erkannt. Er ist auch den Gegebenheiten, den winterlichen Gegebenheiten angepasst. Ja, etwas grün, etwas braun, etwas schwarz, sehr viel weiß. Ja. Hoppa. Ja. Hier haben wir den Burschen. Ja. Also, optimal getan, würde ich sagen. Waffe lehne ich jetzt mal am Baum, sollte man nicht machen. Ja. Im Augenblick ist die Waffe teilgeladen. Ja. Sollte man nicht machen. Aber ich mache es trotzdem. Hier haben wir meinen Kompass. Der Kompass ist teilweise getarnt. Den brauchen wir später noch. Ansonsten alles den winterlichen Gegebenheiten angepasst. Ja. Ich habe hier in meinem Tarnanzug mein Fernglas. Das Fernglas ist teilweise getarnt. Auch hier gilt, ich darf die Sicht, ja, die ich habe, vielleicht auf dem Feind durch das Fernglas, die darf nicht beeinträchtigt werden. Ich habe aber dennoch hier vorne die Blenden, so den Blendenauszug, würde ich sagen, so eng gemacht, dass wenn zum Beispiel Licht einfällt von der Sonne, hier kein Rückstrahl entsteht, ja, kein Blitzen, kein Aufblitzen, das den Feind mobilisieren könnte, ja, hier. Ja, alles klar. Das heißt, Fernglas, Waffe, Rucksack, alles was Ausrüstungsgegenstände sind, die nach außen hin getragen werden, sind sauber getarnt. Ich habe also vorgestern das Versteck bezogen. Das Versteck war ungefähr 8 Kilometer weg vom Nahversteck. Ich habe einen Auftrag auszuführen und ab heute beginnt die Infiltration in Feindesland. Ja. Warum 8 Kilometer? Weil eben 8 Kilometer genau die Strecke ist, die ich, wenn ich einen guten Weg zur Verfügung habe, innerhalb von 45 Minuten zurücklegen könnte. Auch mit Rucksack, ja. Das haben wir geübt. Das ist bei den Fallschirmjägern der Fremdenlegion, ja, ich würde sagen, wöchentlich dran. Windmill THP, 8 Kilometer Lauf, innerhalb einer Stunde, mit schwerem Gepäck, mit Waffe, mit Ausrüstung, mit Stahlhelm, mit Munition, ja.
Die Infiltration wird ab jetzt nicht mehr auf Wegen fortgesetzt. Ja? Es werden keine Brücken mehr benutzt, keine Wege, keine Pfade, sondern wir laufen ab jetzt nur noch MKZ, Marsch, Kompass, Zahl. Deswegen habe ich meinen Kompass dabei. Kompass ist wichtig, ein wichtiges Instrument. Wir haben hier im Versteck zum letzten Mal Feuer gemacht, zum letzten Mal geraucht, wenn ich Raucher bin. Wir haben zum letzten Mal richtig gut verpflegt, das heißt warm verpflegt, ja, zum letzten Mal die Taschenlampe benutzt und hier fand der letzte Funkverkehr statt. Ja, ab jetzt, wie gesagt, kein Feuer mehr, kein Rauchen, keine warme Mahlzeit und kein Funkverkehr. Absolut. Ich verschwinde von der Bildfläche, bis ich im Nahversteck bin. Ja? Und das Nahversteck ist generell 400 bis 500 Meter weg von meinem Target, ja? Von meinem Zielauftragsort. Ja, unweit von hier, also im Hinterland, ich bin immer noch im Versteck, 8 Kilometer weg vom Nahversteck. Was ist passiert? Ich habe den letzten Funkverkehr getätigt. Der Funkverkehr fand statt mit meiner Basis, mit meinem Headquarter. Und es wurden im Hinterland 3 Stellen fixiert, ja, 3 Geländepunkte abgemacht mit Koordinaten, ja, an denen ich per Buffalo ist ein Hubschrauber, zu ganz bestimmten Uhrzeiten, an ganz bestimmten Tagen aufgenommen werden kann, nachdem ich meinen Auftrag ausgeführt habe und die Exfiltration hinter mir habe. Ja, ganz wichtige Sache. Ja, und ich würde mal sagen, diese 3 Geländepunkte, wo Buffalo landen soll, wenn du dort bist, zur Uhrzeit, die vorgegeben ist, und wenn Buffalo, der Hubschrauber, vertikal ist, wenn er dein Signal empfängt, wir kommen später nochmal drauf, wird er landen, dich aufnehmen und wegfliegen. Wenn Buffalo horizontal ist und er sieht dein Signal nicht, dann wird er wieder wegfliegen. Und dann hast du Pech gehabt. Dann musst du vielleicht 24 Stunden weiter exfiltrieren, um zum nächsten Geländepunkt zu kommen. Zur Uhrzeit, die vorher fixiert wurde. Das heißt, das Timing muss passen. Ja. Ja, was solltest du als Profi außerdem noch wissen? Gibt sehr viele Punkte zu berücksichtigen. Wir sind kurz vor der Infiltration. Ich werde die Infiltration beginnen eine Stunde bevor die Sonne untergeht. Ja, wann die Sonne untergeht, das wissen wir. Wir haben unsere Uhrzeiten. Wir befinden uns in Mitteleuropa. Da geht die Sonne unter zu einer ganz bestimmten Uhrzeit und die kennst du. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wenn du auf freiem Gelände bist und die Sonne sichtbar ist, dann musst du dir sagen, wenn die Sonne noch eine Handbreit über dem Horizont ist, dann hast du noch genau eine Stunde, bevor sie ganz verschwunden ist. Sonne. Eine Handbreit über dem Horizont, eine Stunde Zeit, bevor die Sonne untergegangen ist. Das heißt, ich nutze die Dämmerung, um meine Bewegung zu beginnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es kann während der Infiltration zu einem Begegnungsgefecht kommen. Das heißt, du stößt auf Feind. Wie verhältst du dich? Es ist die Regel, steht, dass du ein Begegnungsgefecht, vor allem wenn es nachts stattfindet, also wenn du auf Feind stößt und der Feind schießt dich an, auf keinen Fall eines nicht tun darfst, das ist das Feuer erwidern. Ja, das Feuer wird nur dann erwidert, wenn es wirklich ums Überleben geht. Ja, wenn du sonst nicht mehr wegkommst. Ansonsten auf keinen Fall das Feuer erwidern. Warum nicht? Weil der Feind vielleicht auf bloßen Verdacht hin in deine Richtung geschossen hat. Er hat etwas gehört. Er hat vielleicht eine Bewegung gesehen. Aber er hat dich nicht genau ausgemacht. Er weiß nicht genau, wo du bist. Ja? Und er hat einfach geschossen. Das war ein Alarmposten. Ja? Wenn du aber das Feuer erwiderst, wird er sehen, wo du bist. Er wird dein Mündungsfeuer sehen. Ja? Deswegen das Feuer im Begegnungsgefecht niemals sofort erwidern. Ja, was du noch wissen solltest, ist auf jeden Fall, dass zum Beispiel, wenn du einem Gegner gegenüberstehst, der mit einer Maschinenpistole oder mit einem Maschinengewehr bewaffnet ist und der auf dich feuert, dass ein MG oder eine MP immer die Schussgarbe hat, die wandert von rechts nach links
und immer von unten nach oben. Ja? Dementsprechend kannst du dich verhalten, wenn du einem solchen Gegner mit einer solchen Bewaffnung gegenüberstehst. Ja? Und dementsprechend kannst du auch feuern, wenn du über eine solche Waffe verfügst. Ja? Wenn du auf einen Gegner feuerst, der in der Position, in der Lage höher ist als du, ja, und konsekutiv weit, ja, meinetwegen erst 100 Meter weiter, aber höher, vom Geländeabschnitt höher, das heißt für dich, du hältst auf diesen Feind hoch an, ja, hoch an. Hast du aber einen Feind, bist du einem gegenübergestellt, der tiefer ist als du im Geländeabschnitt, dann feuerst du tief. Da hältst du an auf die Kniepartie, wenn er höher ist, vielleicht auf, ja, alles was oberer Brustkorb, Kopfpartie ist, ja. Feind höher, hoch anhalten, Feind tiefer, tief anhalten, ja. Ja, nächster Tipp. Du kannst bei einem Begegnungsgefecht verletzt werden, ja. Das ist für dich, das stellt für dich eine sehr besondere Situation dar, die hart ist zu erleben oder zu leben, ja, wenn du es überhaupt überlebst. Du kannst ins Wasser fallen bei minus 4, 5, 6 Grad, bei minus 10 Grad. Auch das bringt dich in eine, ich würde sagen, extraordinäre Survival-Situation. Und wenn du dabei noch verwundet bist, vorher schon, dann bist du mal richtig, ich würde sagen, in der Scheiße. Das heißt, was ich mache, bevor ich überhaupt losgehe zur Infiltration, ich suche mir eine ruhige Minute, so wie jetzt, schließe meine Augen und gehe im Geist alle meine Instrumente, Geräte, mein Equipment nochmal durch. Ja, ich bin verletzt. Gut, wo sind meine Magazintaschen? Rechts, links. Ja, rechts, links öffnen. Ja, rechts, links öffnen. Wo ist meine Nahkampfwaffe? Messer. Tack. Okay. Messer, Duck, okay. Messer, Duck, okay. Magazintaschen, rechts, links, öffnen, rausholen, rein. Messer, hier, Messer, hier, Messer, hier. Think it. Immer. Ja? Wo ist mein Erste-Hilfe-Kit? Rucksack, oben, obere Tasche, obere, äußere Tasche. Aufmachen. First-Aid-Kit, ja? Wo ist mein First-Aid-Kit? Ganz oben im Rucksack. Wo ist meine Wasserflasche? Rechts Außentasche, ja? Wo ist mein zweites Messer? Beintasche rechts, okay? So gehe ich alles noch einmal durch im Geiste. Denn wenn du verletzt bist, dann spielt dein Brain dir einen Streich und du kannst nicht mehr klar denken. So hast du Magazintaschen, Messer, Wasser, zweites Messer, ja, Nahkampfwaffe. Ja, so hast du alles nochmal geübt und es ist ein Reflex. Das kann dir sehr viel helfen. Ja, das kann dir das Leben retten. Wow. Nächster Tipp. Es kann sein, dass der Gegner Hunde einsetzt, um dich zu finden. Ja, oder dass der mit Hunden die Gegend absucht nach eben Gegnern. Ja. Wie sollst du dich verhalten, wenn Hunde im Spiel sind, ja? Was Hunde am wenigsten können, das ist sehen. Ja, sie können nicht so gut sehen. Sie sehen generell in Schwarz und Weiß, ja? Wenn die Hunde von dir 50 Meter entfernt sind, der Wind günstig steht und du dich nicht bewegst, ist die Chance, dass der Hund dich sieht, gleich null, ja? 50 Meter Entfernung, guter Wind, du bewegst dich nicht, er wird dich nicht sehen. Also, nicht bewegen. Seht ihr meine Waffe noch und meinen Rucksack? Nehme ich doch mal an, ihr seid Profis, ja? Hier, Waffe, Rucksack, alles klar? Wir sind immer noch bei den Suchhunden, bei den Mantrailern vielleicht. Was ein Hund sehr gut kann, ist hören. Ein Hund hört 40 Mal besser als jeder Mensch. 40 Mal besser als du, ja? Das heißt vieles für dich, ja? Das heißt, bewege dich langsam, bewege dich auf einem Untergrund, der nicht zu viel Geräusch verursacht, ja, und bewege dich gar nicht, wenn er in Sichtweite ist. Der Hund, der kann den Ursprung des Geräusches fast hundertprozentig auf den hundertprozentigen Punkt genau feststellen, ja. Er wird genau dahin laufen, wo er dich gehört hat. Das heißt aber auch, dass während der Infiltration jedes Geräusch den Hund auf dich lenkt. Das heißt, ich habe meinen Rucksack so gepackt, dass wenn ich ihn nehme und schüttle,
dass da nichts klappert oder klimpert oder sonst was. Ja? Essbesteck, Essgeschirr, umwickelt mit Lappen, mit Tüchern. Alles, was Munition ist, was klappern kann, umwickeln, sauber vielleicht auch dorthin packen, wo sicher ist, dass nichts rausfallen kann, nicht runterfallen kann. Ja? Alles, was im Rucksack ist, ist so konditioniert, dass es kein Geräusch macht, auch da nicht, wenn ich rennen muss. Ganz wichtig. Und das musst du checken, bevor du losläufst. Nichts darf klappern, nichts darf klimpern. Ich erinnere euch an die alten Feldspaten, die man hinten rechts hatte, auf der rechten Arschbacke. Die haben immer geklappert beim Laufen. Oder die ANP. Ja, die ANP, das ist diese ABC-Schutzmaske. Ja, die war, glaube ich, links. Und wenn man gerannt ist, hat die immer gegen den Schenkel geklappert. Und das muss ausgeschlossen werden. Und das ist dein Job, wenn du überleben willst. Waffe im Blick, Rucksack im Blick, alles klar. Ein Hund, er riecht 900 Mal besser als du. Ein Hund riecht 900 Mal besser als du. Ja, das heißt, das ist für dich die größte Gefahr, die von einem Hund ausgeht. Das ist sein Geruchssinn. Ja, es gilt daher, die Geruchskette zu unterbrechen. Das habe ich schon mal erklärt, wie man das macht. Ich werde das in einem Extra-Clip, in einem Special, noch einmal vorstellen. Ja? Und dieser Clip, der wird demnächst folgen. Also, Hund hört 40 Mal besser als du. Hund riecht 900 Mal besser als jeder Mensch. Einzelkämpferlehrgang Sauwald, Altenstadt, Luftlande- und Lufttransportschule. Sie hören Hundegebell. Was machen Sie? Ja, wir Alten, wir können das, wir kennen das. Ja. So, letzter Tipp für heute. Sobald du deine Infiltration in Feindesland beginnst, ist deine Waffe fertig geladen. Waffe fertig geladen. Du progressierst oder bewegst dich mit der Waffe im Anschlag, aber ganz entspannt und ganz locker. Dorthin, wo deine Augen, wo der Blick deiner Augen fällt, dorthin zeigt auch die Mündung. Ja, du schaust nach links, die Mündung geht mit. Du schaust nach rechts, das Rohr geht mit. Oben und unten. Ja, Finger am Abzug, Waffe fertig geladen, die Mündung folgt dem Blick deiner Augen.